Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gimmel. Wir spielen heute World of Kings. Ich denke, ich muss das erstmal installieren. Also dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Und mal schauen. Yet we forget the sacrifices made for peace. When darkness falls. The world calls for heroes. Das sah doch schon mal schön aus. Download. So, wir sind wieder da. Englisch, Deutsch, Chinesisch oder Russisch? Ich weiß es nicht. Okay. Jawohl. Abenteuer starten. Ah, wir melden uns über Facebook an. Dauert das auch wieder ein bisschen oder geht das ganz schnell? Okay, wir sind dabei. Updates, blub, 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 blub. Okay, alles gelesen. S18 Angela. Ich bin Angela. Was gibt's denn da noch Schönes? Okay. Überfüllt. Da ist überfüllt. Der auch? Der auch? Der auch? Alle überfüllt? Gut, dann bleiben wir bei denen. Und Abenteuer starten. Verlegen. So, dann erstmal das Volk aussuchen. Mensch.
Okay. Das kann ich auch. Buchkreis haben wir gerade gesehen. Jetzt, Dunkelelf. Och. Also die Orkfrau sieht aus wie ein Elf. Was ist das? Gnom? Zwerg. Okay, und der... Nachtgeborene. Also in der Vorschau haben wir gesehen, gab es die Menschen, die Hochelfen, die Orks, was für mich jetzt gerade hier nicht aussieht wie ein Ork, und die Zwerge. Nachtelfen, das war bestimmt dann der Zauberer, oder? Das ist eine Klasse, die neu dazugekommen ist. Ach, hier sieht man nochmal, wo sie drin gut sind. Normal. Ach, Stufe normal ist das. Gut. Kontrollverlust. Also ich kann gut Leute verzaubern, bestimmt wäre das gewesen. Hypnotisieren oder irgendwie sowas. Das ist bestimmt HP. Auch Kontrollverlust. Angriff ist ganz hoch. Auch Angriff? Ja, die sind alle gleich. Oh, ich habe mein Ding schon verraten. Wir müssen erst noch einen Charakter erstellen. Ah, ich glaube, die waren alle gleich, ne? Doch, alle gleich. Komm, ich spiele einen Zwerg. Ein männlichen Zwerg. Der weibliche Zwerg sieht irgendwie eher aus wie ein Gnom. Und sie sind tollpatschig. Das passt zu mir. Gut, und was bin ich? Krieger, Kämpfer, Schurke, da ändert sich das Raum auch gerade gesehen. Schurke, Zauberer, Magier, dunkler Weiser, Schreiber, Paladin, Bogenschütze. Das finde ich cool. Ich bin der Bogenschütze. In dem Fall mit deinem Gewehr. Ah, und dann kann man nochmal hier später wahrscheinlich nochmal die Klasse unterscheiden, was willst du werden als Bogenschütze. Ein Bade, bestimmt mit Musik. Bade macht hier Musik. Schütze, wahrscheinlich mit einem Gewehr. Dämonenjäger, da kann man bestimmt noch Dämonen beschwören, hoffe ich mal. Stufe einfach. Einfach, normal, einfach, schwer, normal. Einfach, schwer, normal, einfach. Ach nee, einfach möchte ich nicht. Ich möchte was Schweres haben. Hm. Schurke mag ich aber auch nicht sein. Bleiben wir bei denen. Okay. Hautfarbe? Rot? Haarfarbe? Rot? Augen? Hätte ich auch rot gemacht. Da kann ich ausruhen. Die passen zu. Ich mache einen bösen Blick. Mund? Man, den sieht man ja gar nicht. So. Das war das. Das war das. Und Welt betreten. Oh, Name. Gut. Abbrechen. Namen eingeben. Red Dog. Betreten. Hat jemand bereits diesen Namen? Okay, dann haben wir Red Dog.
Okay. Bahn. So, jetzt haben wir einmal kurz. At the heart of the snowy mountain, Swartheim, city of wolves, was in the middle of an upheaval. Passages on the surface collapsed. Intruders from above dragged the underground city into unprecedented crisis. The great lord of the mountain called for an emergency meeting. He decided to bring out Eudora's burning rage, the artifact of the dwarves, to stop the crisis. It's time to let them face the god of fire's wrath. I'm no seer. So, jetzt einmal kurz da drauf drücken. Rennen wir hin und dann machen wir erstmal Schluss für heute. As you can see, Swartheim is at wait. Yes, we need to activate the altar. Power of the artifact can put this crisis to an end. I'll have the robot take you there. So. Stay on your toes, though. So, das war's für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe zwar nicht viel gespielt, aber ich bin schon fertig mit der Quest. Also bis dann. Bis zum nächsten Mal. Noch schnell das erstmal ausmachen. Ich muss doch das Ticket abholen. Ticket abholen. Schnell, schnell, schnell. Und fertig. So, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dann, viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.